So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute wieder eine Waldfragestunde. Das bedeutet, ich habe eine Frage bekommen und bin der Meinung, dass die einer öffentlichen Antwort wert ist. Die Frage lautet, ein Link? Was hältst du davon? Und das war's. Ja? Und relativ kurze Frage mit sehr langer Antwort. Denn wenn man diesen Link mal anklickt, dann kommt man zum unten verlinkten Video von Moderner Landwirt, in dem es darum geht, Brennholz AD. Und ich weiß nicht, ich hoffe, das Video ist noch verfügbar. Zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist das schon ein bisschen her, dass ich das gesehen habe. Aber da geht es im Grunde darum, dass die EU scheinbar Brennholz verbieten möchte. Und das habe ich jetzt hier fieserweise auch als catchy Titel drüber geschrieben, will die EU Brennholz verbieten? Fragezeichen. Ja? Und grob, um das gleich mal vorwegzunehmen, momentan nicht. Es gibt so ein paar Tendenzen, ja, das möchte ich als Einführung unbedingt kurz darauf hinweisen, die tatsächlich in die Richtung gehen, dass Brennholz von verschiedenen Institutionen wohlgemerkt, also staatlichen Organen, als nicht mehr sehr nachhaltig angesehen wird, bis hin zu gar nicht mehr nachhaltig. Zum Beispiel, das war ja relativ groß in den Medien, die Diskussion, was denn jetzt nun eine Zukunftstechnologie bzw. eine nachhaltige Zukunftstechnologie ist, und da hat die EU so mehr oder weniger so Label vergeben, zumindest kam das so beim Verbraucher an, dass zum Beispiel Erdgas als nachhaltig gilt und Atomstrom auch. Hat ziemlich viele Anhänger der entsprechenden politischen Gruppierungen oder der entsprechenden Meinungen auf die Barrikaden gebracht. Das ist bei Erdgas sicherlich Blödsinn, das ist niemals nachhaltig, kann es gar nicht sein, ist nämlich fossil. Gas an sich, Biogas oder Power-to-Gas-Technologien, dass man also aus Strom quasi Gas herstellt, was man ganz einfach kann, indem man Wasser spaltet und Wasserstoff auf diesem Wege gewinnt, hat man unendlich Energie, lässt sich problemlos irgendein brennbares Gas sehr, sehr einfach herstellen. Man muss nur unendlich Energie haben, das ist halt eben der Knackpunkt. Ja, und so ein Gas kann, sofern dann unendlich Energie vorhanden ist, aus erneuerbaren Quellen selbstverständlich, theoretisch durchaus grün beziehungsweise nachhaltig sein, sogar sehr nachhaltig, das ist möglich. Erdgas per se, wirklich fossiles Erdgas, kann das aber nie sein. Dafür dauert die Herstellung einfach viel zu lange. Für das Prädikat nachhaltig müsste man so viel nachwachsen lassen, wie man im gleichen Zeitraum verbraucht, mehr oder weniger. Das ist so die allereinfachste Definition von einer nachhaltigen Ressource. Und da Erdgasneubildung so langsam vonstatten geht, dass wir dann einen Mini-Verbrauch als Menschheit pro Jahr uns lediglich leisten könnten, kann das auf keinen Fall nachhaltig sein, beziehungsweise dieser Mini-Verbrauch, das spielt überhaupt keine Rolle für die globale Energieversorgung sozusagen. Daher Nachhaltigkeit können wir da wirklich ad acta legen. Atomstrom in der aktuellen Form, im strengeren Sinne definitiv auch, garantiert nicht nachhaltig, weil auch Atom ist letztendlich ein fossiler Energieträger bzw. ein nicht erneuerbarer Energieträger, wenn das abbaufähige Plutonium, Uran, was auch immer man da nimmt, keine Ahnung, mal alle ist, dann ist es alle. So viel kann ich da auf jeden Fall zu sagen. Und damit ist auch das nicht wirklich nachhaltig, weil über mehrere Generationen Nachhaltigkeit, die für eine vollständige Nachhaltigkeit auch erforderlich ist, da sicherlich nicht gegeben ist. So, aber was für große Aufreger eben gesorgt hat, war in dieser Diskussion, ist denn jetzt nun Atomstrom oder Erdgas nachhaltig oder grün oder wie auch immer man das genau formuliert hat. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, vielleicht könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das noch besser wisst als ich. Aber das Krasse war, dass Brennholz eben nicht in dieser Liste der nachhaltigen Zukunftstechnologien oder was immer das gewesen ist, gelandet ist. Ja, und daraus kann man jetzt ein Stück weit plus die aktuelle Erneuerung der erneuerbaren Energienrichtlinie, da kommen wir gleich zu, kann man das zusammen, diese Äußerungen und eben diese Neuerungen, die sich jetzt ergeben haben, kann man das interpretieren, als sei die EU auf dem Weg zu einer Reduktion der Brennholzmenge bis hin zu einem Brennholzverbot. Das mag so scheinen. Ja, das ist auch völlig in Ordnung und das kann man so auch kommunizieren, dass man das Gefühl hat, dass die EU das vorhat und dass die das gefälligst sein lassen sollen. Das machen so ziemlich alle forstlichen Verbände tatsächlich auch, denn die Forstwirtschaft will natürlich gerne weiter mit Brennholz arbeiten und irgendwelche Pläne, Brennholz zu verbieten, findet die Forstwirtschaft erfahrungsgemäß überhaupt nicht gut. Ja?
und wird da auch mal mehr, mal weniger sachliche Argumente dagegen schießen, dass das Quatsch ist. Jetzt ist die Forstwirtschaft eine nicht ganz unwichtige Lobby, eine nicht ganz unmächtige Lobby, ist aber nicht zu vergleichen mit außerordentlich starken Lobbys wie zum Beispiel der Automobilindustrie oder gar der Kohle- oder Ölkonzerne oder sowas in die Richtung. Ne? Also wir haben einen gewissen Einfluss vom Forst. Ist in Deutschland relativ stark. Erfahrungsgemäß haben die Landwirtschaftsministerinnen und Minister der letzten mindestens 30, 40 Jahre immer weitestgehend das getan, was tatsächlich die Forstlobby auch von ihnen wollte. Weitestgehend, da war selten mal was dabei, was da so richtig, richtig, richtig für Aufruhr gesorgt hat, wo man dann behaupten könnte, dass die Forstlobby sich so überhaupt gar nicht durchgesetzt hat. Der Umweltschutz hat immer mit zunehmend in den letzten Jahrzehnten eine immer größere Rolle gespielt auf nationaler Ebene und zumindest bei Nestle Julia kann man auf jeden Fall sagen, die hat zumindest mal jetzt nicht gegen den forstwissenschaftlichen Beirat, den sie nun mal in ihrem Ministerium gehabt hat, gearbeitet. Das hat sie nicht. Hat sie mehr oder weniger auf den gehört und da ich selbst Forstwissenschaftler bin, halte ich das für nicht ganz falsch. Ansonsten kann man über Nestle Julia vieles sagen, ne? Keine Frage. Die Bezeichnung Nestle Julia ist ja auch schon aussagekräftig genug, glaube ich, dass ich diese auch wähle, um klarzumachen, was ich von der Frau generell halte, aber im Waldbereich hat sie eigentlich nichts Gravierendes falsch gemacht. Kann man beim besten Willen nicht behaupten. Ob sie irgendwas besonders richtig gemacht hat, das weiß ich nicht. Das weiß man sowieso im Wald immer erst nach 30 Jahren. Ob das jetzt nun gut oder falsch war, was da passiert ist. So, der Herr Özdemir hat bisher eigentlich auch noch nichts falsch gemacht, mit Sicherheit nicht. Er hat einige Wahlversprechen erstaunlicherweise sogar schon eingelöst. Das ging erstaunlich flott. Also da stand so im Wahlprogramm und ist jetzt so mehr oder weniger verabschiedet worden. Tatsache, ja, jetzt muss man den Herrn Özdemir nicht mögen. Ja, ich nenne ihn auch noch Herr Özdemir und noch nicht irgendwie anders, weil noch hat er keinen Mist gebaut, zumindest nicht in der momentanen Position, die für mich ja auch der wichtigste Ministerposten ist, weil da geht es ja bekanntermaßen um den Wald. Aber ja, da hat man jedenfalls auch noch keine Tendenzen zum Brennholzverbot oder Ähnliches bisher von ihm gehört. So, also das zur nationalen Ebene. Jetzt zurück auf die EU-Ebene. Ich hoffe übrigens, an dieser Stelle habt ihr euch das Video mal angeschaut, was ich eingangs erwähnt habe und verlinkt habe. Das wäre nämlich wichtig, dass man das geguckt hat, bevor man hier meinen Krempel zu Ende guckt, damit man dann überhaupt weiß, was so ein bisschen der Aufhänger ist, so in Anführungszeichen. Ja, der Aufhänger ist übertrieben. Ich möchte an der Stelle auch noch mal kurz darauf hinweisen, das Video ist aus der Sicht, dass man davon ausgeht, dass die EU tatsächlich Brennholz verbieten möchte, vollkommen richtig und die Konsequenzen sind richtig, die Stoffkreisläufe sind wunderbar erklärt, ist alles super. Ne? Also fachlich nichts auszusetzen, lediglich ein kleines Detail, das halt hier eben für Verwirrung sorgt, nämlich das, dass die EU Brennholz gar nicht verbieten will, zumindest noch nicht. Und deswegen habe ich jetzt auch so weit ausgeholt, um klarzumachen, gewisse Tendenzen in diese Richtung sind vorhanden. Ne? Auch unsere Umwelthilfe oder wie das heißt, oder Bundesamt für irgendwas, Umweltgedöns, kriegt nicht mehr zusammen. Die haben ja auch mal gemeint, Feinstaub wäre ein größeres Problem und sie hätten es lieber, wenn man die private Holzfeuerung verbieten würde. Und das führt jetzt beides zusammen. Ne? Also wenn man das jetzt als beides als gegeben ansieht. Die EU verbietet Brennholz in Großfeuerungsanlagen sozusagen, das Dings der Amster für Umweltgedöns, auf nationaler Ebene verbietet Brennholz in Heimfeuerungs-, also Kleinfeuerungsanlagen zu deutschen Ofen, in Kamin, ja, sowas in die Richtung. Da kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl, als hätte da die staatliche Ebene Interesse daran, das Brennholz abzuschaffen. So. Und jetzt bis zu dieser Stelle, das war jetzt der spekulative Teil. Ja, man kann das Gefühl bekommen, dass die das vorhaben auf staatlicher Ebene. De facto, was haben sie bisher beschlossen? Was steht tatsächlich drin in der Gesetzgebung? Nicht, was hat irgendwer mal gesagt, sondern was ist letztendlich beschlossen worden? Das kann man beim besten Willen nicht als Brennholzverbot bezeichnen. Es ist lediglich, ja, letztendlich ist es eine Einschränkung der Förderung von Brennholz. Ja, mehr aber auch eigentlich nicht. Und es kommt auch sehr aufs Brennholz an, welches Brennholz. So. Ja, und an diesem Punkt
Da steigen wir jetzt mal kurz ein in eben die Richtlinie, um die es geht. Die steht ja hinten auch noch im Titel von unserem Beispielvideo. RED 3, ja, das ist die Richtlinie zu, Moment, ich gucke nach, Erneuerbare Energien-Richtlinie der EU. RED steht für irgendwas Englisches oder Französisches oder was auch immer. Und davon ist es jedenfalls die dritte Ausführung. Und auf Deutsch ist es die Erneuerbare Energien-Richtlinie. Betonung auf Richtlinie. Richtlinie, ganz, ganz wichtig. Denn die EU erlässt selten mal EU-weite Gesetze, die dann einfach eins zu eins in jedem Mitgliedsland so gelten. Das gibt es, glaube ich. Denke schon, ne? Kommt aber eher selten vor. Das meiste, was erlassen wird, zumindest seit ich mich mit EU-Recht irgendwie beschäftige, sind Richtlinien. Richtlinien heißen, da steht mal grob drin, so und so sollen es alle Mitgliedstaaten machen. So ganz grob zum Teil, bis hin zu ziemlich grob. Und wie das dann im nationalen Recht umgesetzt wird, das muss dann jedes Mitgliedsland der EU nochmal für sich selber in nationales Recht überführen. Das heißt, da sind dann noch kleinere bis größere Änderungen durchaus möglich, solange die Grundidee, die man da ursprünglich bei hatte, bei der Richtlinie, nicht völlig verfälscht wird. Ja? Das ist jetzt erstmal wichtig. Also, diese erneuerbare Energienrichtlinie mit dem 3 hinten dran. Warum 3? Naja, die gibt es inzwischen in der dritten Form. Grundsätzlich ist das so die zentrale europäische Maßnahmenrichtlinie, die die CO2-Emissionen reduzieren und den Umbau auf erneuerbare Energien befördern soll. So in etwa. Ne? Das ist also ein ganz wichtiges Ding, wenn man jetzt eine Energiewende richtig und wichtig findet. Ich denke, die meisten von uns tun das. Und das gibt auch die Statistik her, dass die allermeisten da überhaupt nichts dagegen haben, wenn die Energien regenerativ werden. Und eben, was man jetzt als zentrale Änderung von RED 2 auf RED 3 ergänzt hat, sind im Grunde alles nur so ein paar Kleinigkeiten plus die eine zentrale große Änderung einer Zahl, nämlich die Prozentangabe, die bis dann und dann erreicht sein soll. Da hat man nämlich festgestellt, ich krieg's ja auswendig nicht mehr zusammen, ich meine, es wären jetzt irgendwie 45 oder sowas und es waren davor viel zu wenig. Ja. Und da hat man eben festgestellt, dass die bisherige Zielvorgabe viel zu niedrig ist, um einen sinnvollen Zweck bzw. einen sinnvollen Effekt auf die Reduktion der globalen Erwärmung auszuüben. Und daher hat man diese Zahl dann noch deutlich höher geschraubt. So, und das war so der Hauptgrund, weshalb man aus RED 2 RED 3 gemacht hat, plus eben noch ein paar kleinere Anpassungen. Grob muss man sagen, diese erneuerbare Energienrichtlinie, die ist schon nicht falsch. Da steht schon vieles Sinnvolles auch drin. Und man darf jetzt auch, und da muss man noch mal ein bisschen ausholen, nicht vergessen, es handelt sich ja um eine EU-Richtlinie. Jetzt ist die EU eben nun mal ein Verbund von vielen, keine Ahnung wie viele, aber vielen Mitgliedstaaten. So, und eine EU-Richtlinie muss jetzt irgendwie einen Konsens zwischen allen Mitgliedstaaten auf die Beine stellen. Und grundsätzlich ist zu Politik, für diejenigen, die von Politik noch nie was gehört haben, das dürften nicht allzu viele sein, aber vielleicht ist ja einer oder zwei dabei. Politik wird umso komplizierter, je mehr Leute davon betroffen sind. Ja? Eine Konsenslösung in einer Gruppe von vier Nasen, ob man jetzt lieber zu McDonald's oder Burger King geht, die kann man relativ einfach finden, indem man den vierten, der nicht zu, keine Ahnung, meinetwegen Burger King will, bei McDonald's noch einen extra Chicken McNugget ausgibt. Oder jeder gibt ein Viertel Chicken McNugget ab, dann hat er ein 75-prozentiges Chicken McNugget. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls, das lässt sich noch relativ einfach bewerkstelligen. Politik wird umso komplizierter, je größer und je heterogener, also vielgestaltiger die Gruppe ist, die sie betrifft. So, und jetzt haben wir es hier noch nicht mal mit einem Nationalstaat zu tun, der ja zusammen irgendwo eine gemeinsame staatliche Identität hat, dass man sich dann so auf bestimmte staatliche Werte wie wir trinken Bier besinnt und
die meisten Deutschen mit der deutschen Wir-trinken-Bier-Mentalität relativ einverstanden sind. Oder mit anderen Volkssportarten wie Meckern auf hohem Niveau oder schnell Autofahren oder ja, was weiß ich, was da sonst noch sehr, sehr deutsch ist. Angebliche Gründlichkeit, da bin ich eine gute Ausnahme, die habe ich nicht. Pünktlich bin ich meistens, aber nicht unbedingt gründlich. Na, wie auch immer, jedenfalls ausführlich. Ausführlich, ja. Worauf ich hinaus möchte, je mehr Völker mit, also ja, muss man vorsichtig sein, Völker darf man im politischen Zusammenhang ja nicht mehr sagen, aber je mehr ethnische Volksgruppen, darf man das jetzt so sagen? Ja, ihr wisst, was ich meine. Also je mehr Nationalitäten und unterschiedliche Regionen mit unterschiedlicher Kultur und Background-Geschichte sozusagen zusammenkommen, desto schwieriger wird es für die, einen allgemeingültigen Kompromiss, mit dem am Ende alle leben können, zu finden. Weshalb eben auf europäischer Ebene gerne eben nun mal diese Richtlinien verabschiedet werden, die dann nur so ganz groß in eine Richtung was vorgeben und man es national dann nochmal präzisieren kann und bei dem Ganzen noch einen anderen Hut aufsetzen kann und vielleicht noch unten ein kleines oder großes, je nach entsprechender Kultur, Bärtchen dranhängen kann. Also so einen freundlichen Moustache bei den Franzosen und einen solchen Vollbart bei den Finnen zum Beispiel. Ja. Gut, ja, also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das wollte ich an dieser Stelle mal kurz noch erwähnt haben, dass man das immer im Hinterkopf behalten muss bei europäischen Richtlinien. So, jetzt klingt das so, als würde ich die EU ganz furchtbar in Schutz nehmen wollen. Ich bin schon ein Fan von der EU. Ich kann im Ausland günstig telefonieren. Für den Forst außerordentlich wichtig. Also wer was mit Forstwirtschaft zu tun hat, profitiert sehr von der EU. Wir finden in der Waldnutzung auch, abgesehen jetzt davon von denjenigen, die irgendwie Angst haben, wie die Zukunft sein wird, relativ wenige Leute, die was gegen die EU haben, da sie im Forstbereich gewisse Fördergelder ausschütten, da sie auch in der Landwirtschaft gewisse Fördergelder ausschütten, ist gerade für abgelegenere landwirtschaftliche bzw. forstwirtschaftliche Regionen teilweise durchaus eine ganz nützliche Angelegenheit. Und da ein Großteil vom Holzhandel tatsächlich auch über die europäischen Grenzen hinweg stattfindet, ist auch da wieder eine ganz nette Angelegenheit, dass das ohne größere Zölle und Abgaben und so weiter und so fort der Fall ist. Daher aus Waldsicht und der Tatsache, dass viele Naturschutzprogramme auch über europäische Grenzen hinaus stattfinden und zum Teil auch durchaus eine gewisse Wirkung zeigen, kann ich jetzt an der EU wenig rumnörgeln. Ja, andere Dinge kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich persönlich bin kein großer EU-Kritiker, aber darf man selbstverständlich, wie gesagt. Von RED 2 auf RED 3, das ist jetzt eben der Knackpunkt, kam da jetzt eine Änderung dazu. Und man hat eben früher, vorher, bevor diese Änderung letztendlich beschlossen worden ist, also die Änderung, um die es jetzt geht letztendlich, ja, um mal auf den Punkt zu kommen, die wurde viel diskutiert. Und in der Phase der Diskussion, was denn da nun letztendlich in der neuen Richtlinie drinstehen soll, da war auch tatsächlich mal, das kann man nur noch schwer nachvollziehen, ich habe genaue Texte auch gar nicht gefunden, aber da war dann mal häufig die Rede, ob das nicht vielleicht eben in die Richtung gehen würde, dass man tatsächlich sagt, die Brennholznutzung von Holz wird nicht mehr subventioniert. Es war, glaube ich, nie die Rede, jedenfalls habe ich nichts in die Richtung, nichts Konkretes in die Richtung, was das beweisen würde, dass das tatsächlich jemand mal vorhatte, habe ich nichts gefunden, dass es Brennholznutzung gar nicht mehr geben soll, dass in der Richtlinie tatsächlich die Brennholznutzung abgeschafft werden soll, ja, sondern wirklich in der krassesten Form, die ich gefunden habe, die vollständige Streichung sämtlicher Subventionen für Brennholz. So, das wäre durchaus für viele Leute, die mit Brennholz handeln und mit Brennholz zu tun haben und Brennholz selbst auch erwerben und so weiter, durchaus finanziell ein größerer Nachteil. Und da kann man auch eine gewisse Gegenbewegung der Leute, die davon negativ betroffen wären, durchaus menschlich nachvollziehen. So, aber was jetzt letztendlich erlassen wurde, was dann tatsächlich abgestimmt worden ist und jetzt so drin steht, das
ist gar nicht so dramatisch. So, aber dazu gab es jetzt trotzdem verschiedenste Reaktionen. Ich habe mir mal ein paar Beispiele in Benschen Deutsch rausgeschrieben. Der NABU findet das alles nicht weitreichend genug und sind zu viele Schlupflöcher, insbesondere für weitere Brennholznutzung. Das heißt, wir haben von seitens des Naturschutzes exemplarisch NABU, Greenpeace wird eine ähnliche Meinung vertreten, wahrscheinlich noch etwas radikaler. Greenpeace und der NABU sind sich meistens einig, nur dass Greenpeace noch ein bisschen radikaler ist und der NABU etwas vernünftiger. Ja, so kann man die meistens relativ gut zusammenfassen bzw. nebeneinander stellen. Meistens, nicht immer. Aber der NABU, wie gesagt, die finden das nicht gut, weil es eben zu viele Schlupflöcher für doch noch Umgehung der bestehenden Brennholzreduktion geben. Und laut NABU ist Brennholz eben generell nicht nachhaltig und Holz sollte generell nicht verbrannt werden. Das ist Mumpitz, lieber NABU. Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist einfach nur eine Generalisierung. Es kommt massiv darauf an, welches Holz denn bitteschön zu Brennholz verarbeitet wird. Gibt es eine alternative bessere Nutzung, dann ist es besser, die alternative Nutzung zu betreiben. Gibt es die nicht, dann ist Brennholz immer noch eine bessere Nutzung als gar keine Nutzung, weil gar keine Nutzung bedeutet, das Zeug liegt im Wald, verrottet, CO2 wird frei. Verbrennen bedeutet, das CO2 wird schneller frei, aber hat uns was ersetzt, nämlich fossile Energieträger. Man darf nicht vergessen, wenn du Holz verheizt, statt es im Wald liegen zu lassen, ja, dann landen nicht die Nährstoffe wieder im Boden. Das ist für die standortliche Nachhaltigkeit unter Umständen schlechter und so weiter und so weiter. Aber es bringt trotzdem Energie, die man nicht aus Öl, Kohle oder ähnlichem Schrott ziehen muss. Ja? Also die Substitution fossiler Energieträger ist der wesentliche Knackpunkt, weshalb Brennholznutzung unter gewissen Umständen eine richtig, richtig gute Idee ist. Unter gewissen Umständen. Daher bin ich hier überhaupt nicht beim NABU, der die Brennholznutzung generell ablehnt. Ich bin sowieso kein Fan von generell gut, generell böse Darstellungen. Das gibt es selten und schon gar nicht bei Themen, die auch nur ansatzweise die Ökologie ankratzen. So, die Verbände der Holzindustrie finden das ganz furchtbar, also die neue RED3-Richtlinie. Denn der sinnlose Verzicht auf nachhaltige Rohstoffe in Zeiten der Energiekrise ist schlicht blöd. Das haben sie so nicht gesagt, aber das kann man zwischen den Zeilen sehr gut rauslesen. Ja? Und das ist natürlich logisch, dass die das sagen, weil die verdienen mit dem Brennholz ja auch irgendwo. Wenn sie was anderes sagen würden, wären sie schlechte Lobbyvertreter für ihre, ja, letztendlich ihre Mitglieder, ihre Kundschaft, ihre zu vertretende Gruppe sozusagen. Das wäre wirklich blöde. Aber auch hier muss man sagen, ist es ein bisschen zu extrem, denn tatsächlich der generelle, also die Reduktion der Holzmasse, die jetzt als Brennholz verwendet werden soll, in Zeiten der Energiekrise zu reduzieren, kann halt trotzdem notwendig sein, wenn man auch in Zeiten der Energiekrise zum Beispiel den Wald erhalten möchte. Das Problem ist nämlich, dass wir halt eben nicht nur die Energiekrise haben, sondern wir haben gleichzeitig eben auch Dürrejahre gehabt, noch und nöcher, und haben Wald verloren, noch und nöcher, in einem Ausmaß, wie es das zumindest seit dem Krieg nicht mehr gegeben hat. Und das führt dazu, dass jetzt dadurch nicht unbedingt mehr Holz da ist. Und wenn man jetzt versucht, die Energiekrise, die zugegebenerweise von was anderem ausgelöst worden ist, als jetzt irgendwie, na, zum Teil auch von der Dürregeschichte. Ja, zum Beispiel kann Frankreich ihre Atomkraftwerke nicht mehr richtig kühlen, weil die Wasserstände der Flüsse und die Temperaturen der Flüsse zum Teil zu hoch sind und das dann nicht mehr so richtig funktioniert und Frankreich damit weniger Strom nach Europa, Resteuropa exportieren kann, beziehungsweise jetzt sogar Strom teilweise importieren muss und solche Späße. Ja, da spielt jetzt natürlich auch wieder irgendwo das Klima, beziehungsweise das aktuelle Wetter rein, aber hauptsächlich ist die Energiekrise logischerweise verursacht, wir wissen es alle, von so einem Typen da in Moskau. Und zumindest hauptsächlich, ja, nicht unbedingt ausschließlich, will ich mich ja gar nicht festlegen. Aber es ist jetzt halt eben nicht die Lösung, statt jetzt Putins Gas einfach wieder Holz zu verfeuern, in dem Ausmaß, dass es reicht, um uns eben keinen kalten Winter zu bescheren, was ohnehin wahrscheinlich aktueller Stand gar nicht mehr so realistisch ist, da die Gasspeicher jetzt doch noch ganz gut gefüllt werden konnten. Ich glaube, die sind jetzt bei 90% und mit etwas Sparsamkeit und weiteren Gaslieferungen, die ja zu erwarten sind, wir zahlen einen guten Preis im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, man wird uns das Gas tendenziell, also meine Meinung, meine Hoffnung, tendenziell eher uns das Gas schicken, als Papua-Neuguinea oder wat, wem auch immer. Ne? Daher jetzt als Deutscher, es ist immer, ich habe ja schon gesagt, deutsche Tugend, meckern auf hohem Niveau. Jetzt keine Frage, es gibt zurzeit einiges zu meckern. Ja?
überhaupt kein Thema, da bin ich auch dabei. Aber ja, den nuklearen Winter, den sehe ich jetzt noch nicht. Jedenfalls ist das so ein bisschen keine so dolle Idee, jetzt einfach wirklich so zu tun, als sei jetzt Holz die Lösung. Und gerade jetzt in der aktuellen Energiekrise wäre übermäßige Holznutzung gerechtfertigt. Das hat jetzt die Holzlobby so auch nicht gesagt. Man könnte aber den Eindruck bekommen, und liebe Kollegen aus der Forstnutzung, da müsst ihr vorsichtig sein in der Kommunikation, dass man eben nicht den Eindruck bekommt, als wolltet ihr jetzt uns so viel Brennholz verkaufen auf Kosten des Erhaltes des Waldes, weil eine nachhaltige Forstnutzung findet momentan gerade gar nicht statt. Wir haben deutschlandweit so viel Holz jetzt verloren aus unplanmäßigen Einschlägen, dass so ziemlich alles, was man jetzt noch zusätzlich planmäßig einschlägt, was man muss Gehälter bezahlen, das geht nicht anders, das führt keinen Weg dran vorbei, aber trotzdem sollte man so wenig wie möglich planmäßig einschlagen, um eben irgendwie zu kompensieren, wie viel Holz aus unplanmäßigen Einschlägen verloren gegangen ist. Ausnahme, Forstreviere, die überhaupt keine außerplanmäßige Nutzung hatten. Ja, das gibt es ja auch. Es gibt ja auch noch Ecken von Deutschland, die einfach kaum betroffen waren von sterbselnden Bäumen. Ne? Gut, einzelne Brennholzverbände, um mit meiner Liste weiterzumachen, und kleinere Brennholzhändler sind schlicht entsetzt, und da sehen wir ein wunderbares Beispiel eben in unserem eingangs diskutierten bzw. kurz angeteaserten Video, das ihr inzwischen ja hoffentlich gesehen habt. Da ist wirklich Entsetzen sicherlich eine normale Reaktion, weil da hängt die eigene Existenz von ab, und wenn man nur ein kleiner in Anführungszeichen Brennholzhändler ist, dann ist einem die eigene Existenz da auch recht schnell bedroht. Da kann also so ein Wegfallen der kompletten Brennholzförderung oder gar ein Verbot von Brennholz wirklich zu massiven Problemen oder des Handels damit führen. Ja? Also das kann ich nachvollziehen, menschlich, nur ist es eine Überreaktion, dazu kommen wir dann gleich noch. Diejenigen, die die EU abschaffen wollen, also diese Lobbygruppe, will weiterhin die EU abschaffen. Überraschung. Ja? Und dann habe ich mir noch eine weitere Lobbygruppe rausgesucht, nämlich die Schweiz. Die Schweiz sagt, das geht uns nichts an. Ja, ich habe einen repräsentativen kleinen Teil der Schweiz, das sind ja bloß 8 Millionen, nämlich meine Frau, habe ich gefragt, ob sie denn eine repräsentative Meinung zur Stellungnahme der Schweiz zu diesem Thema abgeben möchte. Und da meinte sie genau das. Sie hat nur das Nichts noch korrekter ausgesprochen, weil bei dem Nichts muss man das CH natürlich wieder mit diesem R irgendwie besser betonen. Das kriege ich noch nicht so ganz hin. Bei Huchenräschli, da gelingt es mir manchmal noch so ein bisschen, aber ja, bei anderen Worten oder wie heißen die? Fastnachts Röchli. Ja, also das sind nicht etwa Küchli, sondern Röchli. Ja, hoffe ich zumindest einigermaßen korrekt, das wiederzugeben. Habt ihr die mal probiert? Die sind total lecker. Ja. Gut, und das bringt uns nach diesem blöden Schweizwitz ich war gerade wieder in der Schweiz, einfach wunderschön. Ja, das ist ein Land, das ist so, da muss man sich drüber lustig machen, einfach um auszugleichen, wie toll es da ist. Das kann nicht sein. Wir müssen Eliten immer mal wieder ein bisschen in die Pfanne hauen, da die Schweiz ein ganzes Land da voll ist. Ja, mehr oder weniger, ne? Aber schick einen Schweizer ins Ausland, dann ist er automatisch mindestens reich bis wohlhabend. Daher, ja, ich finde schon, man darf ein bisschen auf ihn rumreiten. Also verbal, mental, so in die Richtung, ne? So. Okay, jetzt sind wir immer noch nicht beim Inhalt der Neuregelungen der EU, sondern erstmal bei der Frage, wozu denn die Neuregelungen bezüglich der Holznutzung. Und zwar, die EU hätte gerne eine Kaskadennutzung von Holz. Heißt, erst bauen, dann Recycling, dann nochmal Recycling, dann thermische Endnutzung, sprich Brennholz. Ja, so ungefähr in dieser Reihenfolge. Also mindestens dreimal stoffliche Nutzung und dann erst verheizen. Weil du kannst Holz im Prinzip sofort verheizen, dann hast du gleich Energie, das ist was Gutes. Noch besser wäre es, wenn das Holz vorher, keine Ahnung, 30 Jahre lang, noch mal besser, 300 Jahre lang ein Dach getragen hat, dann irgendwann das Gebäude nicht mehr gebraucht wird, weil man ab sofort Hoverdächer hat, die von alleine schweben auf Energiestrahlen oder sonst irgendwas, und daher Holzdächer nicht mehr so ganz in sind, und dann kann man das Holz zum Beispiel hinterher noch mal verwenden, um einen Carport zu bauen, bei dem das Holz nicht mehr so tragfähig sein muss, wo es nicht mehr so sehr drauf ankommt, wo du einen dicken Deckenbalken quasi noch vierteln kannst und jeweils ein Viertel als Balken, als Träger, Säule,
Stütze für dein Carport-Dach verwendest, für dein fliegendes Carport selbstverständlich. Ne? Also, ja, lassen wir das. Aber ja, also irgendwie nochmal eine andere stoffliche, bauliche Nutzung oder aus Bauholz Palettenholz machen oder aus Bauholz Spanplattenholz machen. Also klein häckseln, Spanplatte draus etc. pp. Ne? Sowas in die Richtung. Zweite stoffliche Nutzung. Dritte stoffliche Nutzung wäre idealerweise dann nochmal eine Weiterverarbeitung spätestens jetzt zu isolieren. Platte, also eine Holzfaserplatte, die einfach gegen Kälte isolieren soll, die Energieverlust des Hauses davor schützen soll, sowas in die Richtung. Das kann man auch noch aus ganz beliebigen Althölzern recht gut herstellen. Oder Papier, wenn das Holz noch eine einigermaßen brauchbare Qualität hat, lässt sich möglicherweise aus Altholz auch noch Papier herstellen. Durchaus auch in guten Qualitäten. So, und danach, nachdem es dann zu Papier- bzw. Verarbeitet worden ist, dann kann man es immer noch verheizen und siehe da, da brennt es dann immer noch. Und das heißt, die thermische Nutzung, die an sich schon was Gutes ist, geht dann eben mit jede Menge stofflicher Nutzung einher und das ist nun mal de facto viel, viel, viel nachhaltiger als ein Holz sofort zu verbrennen. Betonung auf, sofern man dann überhaupt stoffliche Nutzung damit durchführen kann. Das werde ich gleich noch ausführlicher ausführen. Ja. Aber ganz wichtig, das darf man nicht vergessen, nicht jedes Holz lässt sich überhaupt stofflich nutzen. Aber die EU hätte gerne erstmal die Kaskadennutzung von Holz zu verstärken und das möchte sie eben mit diesen Maßnahmen, die gleich aufgezählt werden, tun. So, zweiter Grund für die Gesetzgebung, wie sie jetzt nun ist, ohne die genannt zu haben bisher, ist, man darf nicht vergessen, es ist ja eine europäische Richtlinie. Das heißt, es geht da nicht nur um deutsche Phänomene oder österreichische, die Österreicher regen sich da ähnlich drüber auf wie wir Deutschen, sondern wirklich um insbesondere hauptsächlich, das möchte ich jetzt mal ganz böse unterstellen, so die östlicheren Mitgliedstaaten von der EU. Weil die haben eben noch jede Menge Wald zum Teil und für die ist es dann zum Teil auch interessant, diese jede Menge Wald, die sie vor Ort, deren Holz sie vor Ort nicht nennenswert doll verkaufen können, weil da gibt es einfach genug. Die Transportkosten fürs Holz kommen dann noch irgendwo oben drauf. Und wenn jetzt das schwere Holz, in Anführungszeichen, Schnittholz, Bretter, Balken, sowas in die Richtung, aus Ostungarn beispielsweise, bis nach Deutschland transportiert werden müssen, dann sind die schon durch den Transportwert gar nicht mehr so günstig. Das bedeutet, so richtig dolle Preise wirst du dafür dann nicht mehr kriegen oder vom Gesamtpreis kommt nicht mehr so viel bei demjenigen, der das Holz verkauft, an. Kurze Zwischenanmerkung, Schnittholz zu exportieren ist deswegen teurer als Energieholz in Form von Pellets oder Hackschnitzeln, weil Schnittholz relativ mühsam verladen werden muss auf den LKW, vom LKW runter, möglicherweise unterwegs auf den Zug, vom Zug wieder runter, dann im Sägewerk irgendwie dahin, wo es hin muss und. Außerdem Stammholz importieren tut kaum jemand, dann müsstest du es vor Ort ja noch zu deinen Preisen einsägen. Praktischer ist es wirklich, das dann vor Ort zu kaufen, weil du den Transport ja selber bezahlst und eher würden sie dann noch Bretter und Ähnliches exportieren und die machen wir in vielen Fällen halt eben auch lieber selber. Daher auch der Markt ist einfach nicht so, dass man nennenswert große, dicke, fette Bäume aus Osteuropa nach Westeuropa transportieren könnte. Ja, hingegen einfach mal so einen Haufen Hackschnitzel, das geht ganz gut. Ne? Die sind auch einfach in den Container gepackt und dann relativ einfach zu transportieren, beziehungsweise der LKW kann von Rumänien bis da, wo es hin soll, einfach durchfahren. Mit Tankstopps natürlich. So, weiter im Text. Daher kann es passieren, dass in solchen Regionen es dann derzeit durch die Förderung, die es derzeit für Brennholz eben noch gibt oder für Holzpellets oder für Holzhackschnitzel und so weiter und so fort, so ein an sich guter Stamm, den man stofflich nutzen könnte, doch lieber zu Brennholz verarbeitet wird, weil sich das A einfacher transportieren lässt und B eben durch die Förderung es lukrativer ist, es zu verbrennen, als es stofflich zu nutzen. Und das führt zu völlig sinnlosen und überhöhten Einschlägen in den Wäldern Osteuropas, insbesondere jetzt gerade aktuell, wo die Energieholzpreise ohnehin schon wahnsinnig hoch sind, ist das eine Goldgrube für jeden, der da Wald hat. Und da lohnt es sich dann auch, wirklich eigentlich schöne, gute Stämme, die man wunderbar zu Brettern verarbeiten zu können, halt trotzdem nur zu schreddern.
weil da kriegst du derzeit mehr für. Ja? Und dass das schon häufiger mal vorgekommen ist in der Geschichte und es auch mindestens mal Gerüchte, halbwegs bestätigte Gerüchte, ich will das aber auch nicht zu viel unterstellen, gibt, dass auf diesem Wege auch unter Schutz stehende Wälder gerne mal ein bisschen genutzt werden und hier und da mal ein bisschen eingegriffen wird und keiner so genau weiß, wo eigentlich die Grenze vom Nationalpark genau verläuft und die zuständigen Behörden einfach mal nicht hingucken, weil die auch aus dem Dorf um die Ecke kommen, die Mitarbeiter, und im Dorf um die Ecke jeden kennen und daher erst recht nicht hingucken und so weiter und so weiter. Ja, also alles kurze Dienstwege, pragmatische Lösungen zum Geldverdienen fürs ganze Dorf, und wenn halt eben nun mal gerade der Deutsche, der zu spät Brennholz eingekauft hat, jetzt aber unbedingt noch Brennholz einkaufen möchte für den Winter, bereit ist, den 250-prozentig erhöhten Preis zu bezahlen, dann ist das halt unglaublich lukrativ. Ja, das wusste man nicht, als man diese Maßnahme ausgearbeitet hat, und dass diese jetzt umso nötiger ist und umso nützlicher ist, um genau so einen Raubbau am Walde, letztendlich ist es nämlich das, zu verhindern, das ist jetzt ein positiver Nebeneffekt, weshalb ich insgesamt auf europäischer Ebene nicht behaupten kann, dass ich nicht nachvollziehen könnte, wozu jetzt diese Maßnahmen bzw. diese Änderung von RED 2 auf 3 durchgeführt wurden. Ja? Also grundsätzlich gute Gründe, das wollte ich an dieser Stelle anmerken. So, jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, an dem wir jetzt mal klären, was denn jetzt konkret eigentlich in der neuen Richtlinie eigentlich drinsteht, weswegen sich alle so aufregen. Ich möchte nochmal betonen, das muss noch in nationales Recht übersetzt werden, heißt, genau so wird es nicht kommen, irgendwie so in etwa, aber nur so in etwa. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich gebe das Ganze so grob zusammenfassend an. Ich habe den Originaltext leider, hätte ich eigentlich auch vorlesen können, aber den habe ich jetzt nicht da. Daher folgendes. Erstens, drei Punkte sind es, die eine Rolle spielen. Der Anteil von Primärholz in Heizanlagen soll schrittweise abgesenkt werden. Dazu wird Primärholz schrittweise nicht mehr durch EU-Gelder subventioniert und wird nicht mehr als nachhaltiger Brennstoff angesehen. So, dass es kein nachhaltiger Brennstoff mehr ist, das hatten wir ja schon erwähnt. Und dass die Subventionen für Primärholz eben schrittweise abgebaut werden, das ist jetzt halt eben nun mal zentrale Maßnahme tatsächlich. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, um den es geht. Wichtig ist jetzt noch zu klären, was zum Geier ist eigentlich Primärholz. Diesen Begriff gibt es so jetzt erstmal zumindest nicht in der deutschen Forstwirtschaft. Daher muss man mal gucken, wie ist denn das definiert? Haben die das irgendwie definiert? Und das haben sie tatsächlich, allerdings nur ziemlich ungenau. Und zwar Primärholz ist eher ungenau definiert als Sägerundholz, Furnierholz, Stümpfe und Wurzeln. Ende. Das ist Primärholz. So, was ist Furnierholz? Furnierholz sind so die besten Holzqualitäten überhaupt. Das ist astfreies, astfreier gerader Stamm, der quasi mit einem riesigen Bleistiftanspitzer in dünnen Schichten abgeschabt wird, kreisförmig. Das gibt dann ein super, super langes, unglaublich dünnes Brett sozusagen und kann auf diese Art und Weise ganz wunderbar auf Möbel aufgebracht werden, als Zierde, als Verkleidung von irgendwas, zum Beispiel Armaturenbretter, Küchen, Fußböden, je nachdem wie hart das Furnier ist, eignet es sich als Fußboden direkt, Eichenfurnier beispielsweise, oder eben muss noch eine Lackschicht drauf, oder man kann sich sonst was einfallen lassen, oder wie gesagt, man klebt es auf Möbel, sowas in die Richtung. Es wäre schlicht dämlich, Furnierqualitäten zu Brennholz zu verarbeiten, weil du fürs Furnier an sich erheblich mehr Geld bekommst. Ja? Lediglich in so ganz seltenen Ausnahmesituationen, in denen eben durch die Förderung und man lokal eben gerade kein Holz nutzen kann, dass dann eine Brennholznutzung sinnvoller wäre. Aber auf diesem Wege wird diese dann zumindest nicht mehr subventioniert. Aber in der Praxis, Furnierholz als Brennholz verarbeiten, wird so gut wie nie vorkommen. Das heißt, das spielt quasi keine Rolle. Gut, Sägerundholz, das ist ein Thema, weil Sägerundholz ist im Prinzip jedes Holz, das in irgendeiner Form später gesägt werden soll, zu einem Brett, zu einem Balken, zu einem Kantholz, zu irgend sowas in diese Richtung. Das reicht schon, wenn das Bretter sind, aus denen man eine Palette zusammennagelt. Selbst das ist schon Sägerundholz. Hat man es allerdings mit Qualitäten zu tun, aus denen man hinterher wirklich nur Paletten zusammennageln kann, dann ist das eben der Knackpunkt, weil solches Sägerundholz
Netz könnte auch alternativ effizienter, also geldtechnisch effizienter, als Brennholz genutzt werden. Und darum geht es genau, dass das eben nicht passieren soll. Dass du halt trotzdem erstmal eine Palette baust und die dann später verheizt und nicht zuallererst das Holz einfach verheizt und niemals eine Palette baust. Beziehungsweise dann Paletten alle gehen oder ab sofort aus Plastik gemacht werden oder sowas in die Richtung. Ja? Das ist also ganz, ganz wichtig. Und dann wäre noch zu erwähnen, Stümpfe und Wurzeln. Das betrifft Deutschland gar nicht. Stümpfe und Wurzeln werden bei uns nicht genutzt. Der Stumpf bleibt stehen. Den mitsamt Wurzel rauszureißen, ist einfach zu teuer bei unseren Arbeitslöhnen, die hier herrschen. Und wird auch als nicht nachhaltig angesehen, weil das Riesenlöcher in den Waldboden reißt, die Erosion begünstigt und schlicht und ergreifend auch einfach nicht notwendig ist. Also da ist der Schaden erheblich größer als der kleine Nutzen, den man mit dem bisschen Wurzel beziehungsweise Stumpfholz als zusätzliche Ressource noch erzielen würde. Davon abgesehen ist es auch für die Nachhaltigkeit, die stoffliche Nachhaltigkeit des Waldbodens ganz wichtig, dass die Wurzel wieder da verrotten kann, wo sie gewachsen ist. Und alles, was an guten Sachen in der Wurzel drin ist, und da wird das ja primär gespeichert, die guten Sachen, die im Baum so sind, landet wieder im Waldboden und steht der nächsten Generation nach biologischem Abbau der Wurzel wieder zur Verfügung. Also ganz wichtig für die Ökologie erstens, für den Naturschutz und für die nachhaltige Nutzung von Wäldern, dass man die Wurzel nicht mit rausreißt. Es gibt aber Länder, die das tun. Das betrifft zum Beispiel Schweden. Die reißen die Wurzel gerne mit raus und diese Praxis findet die EU nicht gut. Daher wird Schweden sehr, 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 sehr schimpfen, dass es in dieser neuen Richtlinie quasi ein Anti-Schweden-Paragraph gibt, in Anführungszeichen. Betrifft uns als Deutschland tatsächlich relativ wenig. Ich glaube, Finnland reißt mitunter die Wurzel auch noch raus, aber die haben so viel Holz, dass sich das auch nur begrenzt lohnt. Aus deutscher Sicht, aus deutscher forstwissenschaftlicher Sicht ist Wurzel mit rausreißen eine große Sünde und eine der wenigen Sachen, die ich zum Beispiel an Schweden auszusetzen hätte. Ja, ich halte das also für fachlich einfach falsch. Selbst wenn man so große zusammenhängende Waldgebiete hat wie Schweden, wo es auf ein bisschen größere Löcher im Wald nicht ankommt, scheinbar, und man irgendwo ein Stück weit argumentieren kann, ja, wenn die Fichten vom Sturm umgeworfen werden, wird die Wurzel ja auch rausgerissen. Ja, aber sie bleibt vor Ort, ja, und sie verrottet vor Ort. Sie verrottet vielleicht in der Luft und bröselt erst nach und nach wieder in den Waldboden rein, nachdem der Wurzelteller sich dann aufgerichtet hat. Aber es bleibt halt alles vor Ort und das ist für die standörtliche Nachhaltigkeit eben wichtig. Kurz, was ist die standörtliche Nachhaltigkeit? Naja, es müssen genügend Nährstoffe im Boden verbleiben, dass da auch in mehreren Baumgenerationen immer noch ein Wald wachsen kann. Und wenn man jedes Mal jedes bisschen Nährstoff, der im Holz noch steckt, mit rauszieht und der in der Rinde steckt, und vor allen Dingen eben in der Wurzel steckt, dann wird der Boden irgendwann ausgelaugt sein, weil einfach die Nährstoffe nicht schnell genug nachgeliefert werden können. Und wenn ich jetzt Nährstoffe sage, dann meine ich Calcium, Magnesium, Nährelemente eigentlich, ja, Nährmineralien genau genommen, ja, damit da keine Verwirrung aufkommt. Und ja, da ist dann eine über zu weitgehende Holznutzung von allem, was da stand, ist dann ein großer, großer Fehler aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Kollegen in Deutschland. So, und jetzt ist noch ausschlaggebend von Schlagabraum oder Resten der Krone, dass man also die Reste der Zweige, die man an der Krone abgeschnitten hat, dass man die noch häckselt und als Hackschnitzel verheizt bzw. verkauft, die werden mit keinem Piep erwähnt. Deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass zumindest in der EU-Sicht eine Verwendung von Ästen und Zweigen als Hackschnitzel weiterhin zulässig ist. Ja, das wird einfach mit keinem Piep erwähnt. Und das war auch eine der Hauptaufregerthema in unserem Basisvideo. Das ist inzwischen schon eine Weile her. Aber ja, da war auch das ja ein großes Thema, dass so ein Haufen Zweige nicht mehr gehäckselt bzw. nicht mehr genutzt werden kann, weil das eben nicht mehr geht. Aber tatsächlich ist sowas ausgenommen bzw. wird einfach nicht erwähnt. Und da kommt es jetzt ganz schwer aufs nationale Gesetz an bzw. die nationale Gesetzgebung. Da könnte man zum Beispiel in Deutschland wäre der Stand der Wissenschaft, dass es besser ist, so ein Zeug im Wald liegen zu lassen, die ganzen Äste, eben wegen dieser eben erwähnten standörtlichen Nachhaltigkeit, wäre es also für den Gesamtwald wirklich besser, diese nicht zu Hackschnitzel zu verarbeiten. Da kommt es jetzt darauf an, welche Lobby sich durchsetzt. Ja, die Interessehaber an Hackschnitzeln oder die Interessehaber an gesunden Waldböden. Das wird wirklich spannend. Ja, ich weiß es dann noch nicht genau, was sich da durchsetzen wird in Anbetracht dessen, dass der Herr Özdemir ein Grüner ist. Mag es durchaus sein, dass sich da die ökologischen Interessen durchsetzen.
rein jetzt von der Parteizugehörigkeit her, aber das werden wir sehen. Das wird auf jeden Fall noch in der Zeit, in der der Herr Özde mir das Sagen hat, was Waldfragestellungen angeht, passieren, dass das irgendwie nationales Recht überführt wird. Das wird spannend. So. Und dritter und auch ganz wesentlicher Punkt, insbesondere für Österreich interessant, es soll Grenzwerte für kleinere Heizanlagen geben, soll heißen kleine Heizanlagen. Was ist das? Das ist jetzt nicht der Ofen, das ist eine Kleinstfeuerung oder Kleinstheizanlage, wenn man so möchte. Kleine sind zum Beispiel ein großer Ofen, der ein ganzes Dorf irgendwo in den Alpen versorgt. Ja, das ist eine kleine Anlage. Und die kriegt insofern Grenzwerte, dass die Anlage nur so und so groß sein darf, aber solange sie diese gewisse Größe nicht überschreitet, darf die weiterhin mit Holz befeuert werden und das Holz wird weiterhin subventioniert, egal was für ein Holz das ist. Das Betreiben dieser Kleinstanlage, die an dieser Stelle sehr viel Sinn ergibt, ist weiterhin also aus EU-Sicht förderungsfähig. Ja? Das heißt, warum ist das so? Naja, ganz einfach, weil wenn du ein kleines Dorf irgendwo im Nirgendwo bist und keine Windräder aufstellen kannst und keine Photovoltaik machen kannst, dann kannst du eigentlich nur mit Biomasse heizen und dann ist eine der nachhaltigsten Methoden, mit Biomasse zu heizen, eben nun mal Holz. Insbesondere, wenn du gerade außerdem ein kleines Dorf mitten im Wald irgendwo bist. Ja, und da wäre es völlig Banane, da zu sagen, dass Heizen mit Holz unter dieser Situation, mit dieser sehr effizienten Feuerung einer kleinen Großfeuerung, Anlage sozusagen, die mittels Fernwärme dann das ganze Dorf versorgt und eine hohe Effizienz bei der Ausbeute hat. Das heißt, du schmeißt Holz rein und kriegst auch 80% von der im Holz enthaltenen Energie als Wärme dann letztendlich auch wirklich raus, die genutzt werden kann. 80% ist schon sehr, sehr viel Wirkungsgrad. Das Wort habe ich gesucht. Ja. Sowas als nicht nachhaltig zu bezeichnen, wäre schlicht und ergreifend doof und auch einfach falsch. Und wenn sie das jetzt zum Beispiel nicht ausgenommen hätten, dann hätte man auch wirklich noch einen soliden Kritikpunkt eben an dieser Maßnahme der EU. Wo dieser Grenzwert für die kleineren Anlagen jetzt genau liegt, das weiß ich jetzt nicht. Das muss man auch wieder im nationalen Gesetzgebung halt irgendwo wieder mal gucken. Aber sowas, was ein einzelnes Dorf oder ein Städtchen nachhaltig versorgen kann, so etwa diese Größe, würde ich als jedenfalls als sinnvoll erachten. Entschuldigung, mein Deutsch lässt gerade zu wünschen übrig. So, jetzt hat Konsequenzen für Deutschland und Österreich. Nehmen wir mal an, Deutschland und Österreich würden diese Richtlinie so übernehmen, wie sie jetzt dasteht. Ja? Ohne weitere Anpassungen, dass man irgendwelche Ausnahmen hinzufügt, zum Beispiel Ausnahmen für Kalamitätsholz wäre ein Thema. Ne? Komme ich aber gleich noch zu. Und ja, nehmen wir also mal einfach an, die würde 100% übernommen werden. Dann bedeutet das für die deutsche und österreichische Forstwirtschaft, dass Brennholz aus dünnen Stammholzsortimenten könnte schwierig werden. Diese würden dann wohl exportiert. Warum? Naja, ein dünnes Stammholzsortiment bedeutet, wir haben hier solche Stämmchen, ja, sowas ungefähr, die können theoretisch stofflich genutzt werden, die können theoretisch zu Brettchen sozusagen verarbeitet werden. Und jetzt kommt es halt drauf an, übernimmt man die Maßnahme ohne weitere Konkretisierung, ist sowas möglicherweise schon Schnittholz und damit darf es nicht mehr verheizt werden und darf auch nicht, beziehungsweise wird halt nicht mehr subventioniert, dass es verheizt wird. So, und wenn es nicht mehr subventioniert wird, lohnt sich das Verheizen in Deutschland möglicherweise nicht mehr und dann möchte man diese Sortimente, dieses Holz vielleicht irgendwo hin exportieren, wo das Verheizen sich mehr lohnt, beziehungsweise zu Leuten exportieren, die das eher haben wollen. Da fällt einem spontan China ein. Und die haben ja schon mal riesige Mengen von Fichte aufgekauft. Allerdings da die guten Sortimente und nicht so sehr nur diese ganz kleinen mickrigen. Aber es könnte zumindest sein, wäre vorstellbar, dass dann der Export solcher Holzsortimente lukrativer wird, als diese dann halt irgendwie in Deutschland zu verwenden. Weil was willst du damit machen, außer Brennholz? Und wenn das, ja, vielleicht, je nachdem wie der Brennholz ist, ist es aber auch nach wie vor lukrativ, daraus Brennholz zu machen. Auch ohne EU-Förderung verdienst du damit ja trotzdem noch ein gewisses Maß an Geld. Und daher könnte auch einfach nichts passieren. Aber ich persönlich habe so das Gefühl, eine leichte Zunahme des Exportes dünner Stammholzsortimente. So,
ganz, ganz wesentlicher Knackpunkt, Brennholz aus Kalamitätsholz. Und das könnte jetzt sehr, sehr schwierig werden. Weil, wenn du eine Kalamität hast, sprich der Borkenkäfer frisst deinen Wald kahl, beispielsweise. So, und da stehen jetzt ein Haufen kahle Fichten. So, und die haben eigentlich noch eine halbwegs gute Holzqualität, eine halbwegs gute bis eine sehr gute, weil der Borkenkäfer, der mampft die äußere, die innere Rinde, die futtert er auf, das Holz lässt er unberührt. Das heißt, solange man das rechtzeitig jetzt einsammelt, ist die Holzqualität meistens noch relativ gut bis hin zu völlig unbeeinflusst von der Todesursache. Oder man holt die Fichte wirklich sehr, sehr rechtzeitig. Man weiß, okay, die ist im Grunde tot, auch wenn sie noch gut aussieht. Die schneiden wir jetzt trotzdem schon um und verhökern sie jetzt. Dann hat sie fast wirklich nur ein super, super geringes Risiko, dass die Holzqualität in irgendeiner Form gelitten hat. Das heißt, das ist nach wie vor wunderbares Nutzholz, darf also nicht zu Brennholz verarbeitet werden. Aber der Markt ist nun mal jetzt so, dass du Käfer bzw. Kalamitätsholz, insbesondere wenn es in riesigen Mengen auftritt, und das ist ja in den letzten Jahren immer wieder der Fall gewesen, dass du dieses dann nur mit Abschlägen verkauft bekommst. Das heißt, statt sagen wir mal 100 Euro, kriegst du bestenfalls 70 Euro pro Kubikmeter, zu dem du das verhökerst. Und dann hängt es jetzt wieder davon ab, wäre es dann nicht vielleicht interessant, dieses Holz, bevor man es verramschen muss, zu einem Bruchteil des Preises, und der Holzpreis verfällt dann nämlich ganz, 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 ganz schnell für Schnittholz, für Fichten, Stammholz. Ja? Und die Preise gehen weiter runter und weiter runter und weiter runter, und zum Beispiel 2018 lagen die zeitweise bei 15 bis 20 Euro pro Kubikmeter. Ja, und da wären Hackschnitzel wirklich eine viel, viel, viel günstigere Alternative gewesen, wenn die nicht auch im Preis verfallen wären. Je nachdem, wie lange das jetzt mit der Energiekrise aber noch geht, wird der Hackschnitzelpreis weiterhin sehr, sehr hoch sein. Und bevor du das Holz jetzt eben mit für viel fossile Energie mittels großem Schiff nach China verschiffst und verfrachtest, dann ist es tatsächlich nachhaltiger, selbst einen Stamm, der eigentlich eine stoffliche Nutzung ermöglichen würde, in Deutschland direkt zu verheizen, weil dann nicht auf die Nutzung des Holzes noch die ganzen CO2-Emissionen für den Transport nach sonst wo, in Anführungszeichen, dazukommen würden. Daher würde ich mir bei Umsetzung im nationalen Recht eine Sonderregelung für Kalamitätsholz wünschen, dass Kalamitätsholz in jedem Fall auch förderungswürdig ist als nachhaltiger Brennstoff, weil es eine bessere Nutzung für das Zeug im ersten Moment erstmal nicht gibt. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum lagert man das Holz dann nicht so lange, bis es dann doch noch eine vernünftige stoffliche Verwendung dafür gibt? Na, ganz einfach, weil man Holz nicht beliebig lange lagern kann. Lässt man es rumliegen, kommt der Käfer oder ein anderer Käfer oder ein Pilz und befallen dann die lagernden Stämme, und dann werden die in der Qualität so stark zersetzt, dass man sie dann wieder problemlos als Brennholz deklarieren kann, weil dann sind sie kein Stammholz mehr, weil sie sind zu schlecht und nicht mehr wirklich als Stammholzsortiment zu bezeichnen. Das heißt, da gäbe es also schon noch Schlupflöcher. So gesehen hat der NABU, den wir ja weiter oben irgendwo mal erwähnt hatten, recht. Es gibt diverse Schlupflöcher in dieser Gesetzgebung, die zum Beispiel einfach überaltetes Stammholz, kann man sagen, das ist kein Stammholz mehr und jetzt dürfen wir es verheizen. Ja? Also, es gibt schon Schlupflöcher, da hat der NABU vollkommen recht. Aber besser wäre hier gleich in nationaler Umsetzung sozusagen zu sagen, Kalamitätsholz ausgenommen. Das hilft niemandem weiter, bei einem massenhaften Auftreten von übermäßig viel Holz dann zu sagen, ja, aber verbrennen dürfen wir das jetzt nicht, auch wenn es die sinnvollste Option wäre. Von den Qualitäten, die ohnehin nur zum Verbrennen geeignet sind, da müssen wir ja gar nicht von reden, weil die dürfen ja weiterhin verheizt werden. Es geht ja nur um die Qualitäten, die eigentlich eine stoffliche Nutzung befördern würden. So, dann Auswirkungen. Weiterhin keine Nutzung von Stock oder Wurzel. Das ist eine sehr kleine Auswirkung, weil das macht eh keiner. In Zukunft darf es aber auch niemand mehr. Ist eine kleine Einschränkung für etwas, was so gut wie niemandem wehtun wird. Kann ich mitleben. Generell könnte der Export schlechter Sortimente etwas zunehmen, weil eben das Verheizen schlechter Sortimente nicht mehr in Frage kommt, diese aber trotzdem irgendwie für irgendwas genutzt werden müssen, und dann exportiert man sie halt. Also wir haben insgesamt eine Exportzunahme von Holz, vermutlich. Ja, wahrscheinlich deutliche Zunahme des Imports von Nicht-EU-Brennholz,
Weil wenn es bei uns schwieriger wird, Brennholz bereitzustellen, dann wird das Brennholz von anderswo auf jeden Fall noch mal günstiger werden. Und damit haben wir netto wahrscheinlich einen noch höheren Import eben. Und insbesondere nicht mehr Ost-EU-Brennholz nach West-EU sozusagen, sondern außerhalb von EU-Brennholz nach irgendwo in die EU. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Das könnte vielleicht mit die gravierendste, je nachdem wie schlimm das wird, das kann man jetzt noch nicht so ganz sagen. Und das kommt ja auch auf die nationalen Umsetzungen nochmal an, das kann ich nicht oft genug erwähnen. Aber das könnte vielleicht eine relativ schlimme Auswirkung sein, weil dann einfach die Transportwege für Brennholz länger sind und das Ganze dann automatisch weniger nachhaltig ist. So. Und hohe mögliche wirtschaftliche Schäden bei großen Kalamitäten und fehlende Absatzmöglichkeit für Kalamitätsholz, weil es halt eben nicht mal schnell geschreddert werden kann. Ja, und das kann dann auch sein, dass eben gar niemand zu diesem Zeitpunkt Kalamitätsholz haben möchte und wir können es nicht alles zu Brettern versorgen und dann liegt es rum und dann vergammelt es und vergammelt schlimmstenfalls auf dem Holzlagerplatz oder als Polter am Waldrand oder sonst irgendwie, dann wäre es besser auf der Fläche liegen geblieben und vor Ort im Wald vergammelt, dann wären wenigstens die Nährstoffe noch zurückgeführt worden. Ja, aber der wirtschaftliche Schaden für den jeweiligen Waldbesitzer ist dann auch angerichtet. Und wenn der jeweilige Waldbesitzer kein Geld mehr hat, um den Wald wieder aufzuforsten, dann dauert es halt nun mal viel länger, bis da wieder ein Wald steht. Und davon haben wir dann alle nichts, sozusagen. Ja? Klar ist es irgendwo mit der Förderung von Wiederaufforstungen. Das ist immer so eine Sache. Ja, man unterstützt einen Waldbesitzer dabei, jetzt wieder aufzuforsten. Warum muss er wieder aufforsten? Weil er Fichte in Monokultur dastehen hatte. Je nachdem, ob er das vorher wissen konnte, dass das eine blöde Idee ist, bei jüngeren Fichtenanpflanzungen oder eben noch nicht wissen konnte, bei älteren Fichtenanpflanzungen, ist es manchmal ein bisschen bitter, dass man jetzt jemand, der auf gut Deutsch einfach den falschen Baum gepflanzt hat, die falsche wirtschaftliche Entscheidung getroffen hat. Normalerweise geht man dann halt nun mal pleite. Das ist dann halt so, wenn dein Unternehmen quasi nicht funktioniert hat. In Form von Wald hätte aber ein Pleitegehen und damit eine Nichtwiederaufforstung des Waldes Konsequenzen für die Allgemeinheit, weshalb dann Geld von der Allgemeinheit plötzlich verwendet wird, um den seinen Betrieb zu retten sozusagen, damit der dann quasi letztendlich möglicherweise sogar noch weitermachen kann, weil wir ihm den Hinter gerettet haben, obwohl er irgendwo auch ein gewisses Maß an Schuld daran trägt, dass bei ihm noch so lange Fichten gestanden haben. In Einzelfällen. Ja? In den meisten Fällen sind Leute, die Fichte dastehen hatten, nicht dran schuld, weil das noch Altbestände waren aus einer Zeit, als man noch nicht wusste, dass Fichte im Rheinbestand eine richtig miese Idee ist. Aber ja. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch das ist einfach komplex und außerdem außerordentlich schwierig. So, aber, jetzt das große Aber. Jetzt habe ich ja die Nachteile aufgezählt dieser Gesetzgebung. Netto bekommen wir wahrscheinlich doch eine kleine Zunahme der stofflichen Nutzung inländischer Hölzer und das ist was Gutes. Ja, also die Nachhaltigkeit der Holznutzung, die Kaskadennutzung von Holz wird insgesamt sicherlich ein bisschen zunehmen. Mindestens ein bisschen. Daher, das ist wirklich was Gutes. Das ist schön nachhaltig und das wird uns in jeglicher Hinsicht nicht schaden. So, außerdem, wenn schlechte Holzqualitäten aus dem Wald holen weniger lukrativ ist, dann liegt halt mehr Totholz im Wald, weil dann werden die gar nicht erst gefällt bzw. gar nicht erst aus dem Wald geholt und mehr Totholz im Wald ist dann für die Waldbiodiversität und verschiedene andere Faktoren, die im, der Waldnatur sozusagen, was wäre das sehr, sehr, sehr Gutes. Also auch das ist letztendlich irgendwo auch was Positives, nur halt anders positiv. Der große Knackpunkt bei Schützen oder Nützen beziehungsweise liegen lassen oder nützen, der liegt halt immer in den jeweiligen Mengen. Ja, lassen wir alles liegen, dann müssen wir mit Plastik bauen und mit Beton bauen oder mit sonst was. Dann haben wir gar kein Holz mehr zur Verfügung. Ja, lassen wir gar nichts mehr liegen, dann haben wir bald keinen vernünftigen Waldboden mehr, auf dem noch Wald wachsen kann. Das heißt, man muss da irgendwo einen Kompromiss dazwischen finden. Holznutzung ist wichtig, unbedingt für die Zukunft absolut einer der besterforschtesten und schnellstwachsendsten und multifunktional einsetzbarsten erneuerbaren Rohstoffe, absolut unverzichtbar für die Zukunft, aber man darf es auch nicht übertreiben, weil sonst haben wir halt eben auch keine Wälder mehr. Das heißt, die Nutzung vom Forst ist begrenzt und die Menge von Holz, das eben so ein gesunder Mischwald bereitstellen kann, ohne ihn kaputt zu machen, ist halt nun mal gedeckelt. Und daher
ist es vielleicht ganz schlecht, wenn hier und da auch mal ein bisschen Totholz nach wie vor auch im Wald erhalten bleibt, weil die Biodiversität ist halt eben nun mal auch was Wichtiges und schöne Wälder sind das ebenfalls. Ja, und da muss man den richtigen Kompromiss finden, aber das predige ich ja schon seit Jahren. So, und es könnte auch dazu führen, und da kann man sich jetzt streiten, aber ich empfinde das als was Positives, dass sich die Brennholzproduktion ein Stück weit auf landwirtschaftliche Nutzflächen verlagert. Was soll das jetzt heißen? Naja, es bezieht sich bei Primärholz, zumindest kann man das so interpretieren. Das muss man dann auch nur gegebenenfalls vor einem Gericht nochmal überprüfen lassen, ob das wirklich so zu interpretieren ist. Aber bei Primärholz habe ich das Gefühl, es handelt sich um Waldholz. Hat man hingegen eine Pappelplantage, Pappelklone in Kurzumtrieb, auf Acker, dann ist das aus meiner Sicht, was dabei rauskommt, kein Primärholz mehr. Davon abgesehen sind das sowieso keine Qualitäten, die sich zu Schnittholz verarbeiten lassen würden, beziehungsweise ja, Rundholz oder sonst was, sondern es sind lediglich Energieholzsortimente. Und wenn die als Energieholz von vornherein geplant sind und nie was anderes waren, dann sind die auch nach wie vor förderungsfähig. So, und das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen Waldbesitzer von seiner Fichtenplantage zu einer kurzen Umtriebsplantage umswitchen lassen, die tatsächlich von der Nachhaltigkeit her erheblich besser ist als ein Fichtenwald, bei dem dann eh nicht viel, keine vernünftige Holzqualität mehr rumkommt, weil die Fichten nicht alt genug werden. Das ist jedenfalls Stand der Forschung. Mit wenigen Ausnahmen, Alpenvorland, Bayerischer Wald, kleine Regionen des Harzes, in denen das vielleicht noch funktioniert, wenn man die richtigen Fichten da hätte. Aber ja, aber viele Regionen gibt es in Deutschland nicht mehr. Südschwarzwald. Südschwarzwald ist auch noch so ein Fall, Teile des Nordschwarzwaldes, aber die sind alle Nationalpark, für die das zutrifft, daher ist das irrelevant. Aber viele Flächen gibt es da eben nicht mehr. Und da muss man dann halt wirklich gucken, ob wir da nicht eben möglicherweise doch auf die Energieholzproduktion auf dem Acker etwas mehr umsteigen. Ein Anreiz wäre auf diesem Wege jetzt meiner Meinung nach geschaffen und ich bin sowieso ein großer Fan davon. Und da das Video jetzt eh schon Überlänge hat, kann ich das auch noch kurz erklären. Meiner Meinung nach wäre eine Lösung für die Zukunft, die so aussieht, dass wir mehr Wald in Ruhe lassen, ja, weniger Forstwirtschaft im Wald, ja, dafür, aber mehr Nutzung ungenutzter Ackerflächen, insbesondere der ungenutzten, die gibt es ja auch, oder nur sporadisch genutzte Ackerflächen für richtige Plantagen. Ja, und dann nicht eine Pseudoplantage, weil der Fichtenreinbestand, der zählt ja nicht, oder der Kiefernreinbestand zählt nicht als Plantage, zumindest nicht nach deutschem Recht, ist im internationalen Kontext aber schon als solche zu bezeichnen und auch wie eine solche zu behandeln. Das mögen manche Kollegen von mir jetzt nicht hören, aber mit diesem Punkt hat dann notfalls sogar der Wohlleben nicht ganz unrecht mit diesem Punkt, ansonsten erzählt er immer noch viel Mist. Aber das ist schon ein Thema. Und wenn wir schon Plantagenwirtschaft betreiben, dann können wir auch richtige, vernünftige und sinnvolle und effiziente Plantagenwirtschaft betreiben und die Bäume dann wirklich innerhalb kürzester Zeit einen Durchmesser erreichen lassen, mit dem man sie wunderbar zu Hackschnitzeln verarbeiten kann, mit enormem Wachstum und dann gegebenenfalls leichter Düngergabe, Betonung auf leichte. Ja, wenn es viel Dünger wäre, wäre es auch schon nicht mehr wirtschaftlich, Dünger ist auch teuer. Aber mit ein bisschen Dünger geht das auf landwirtschaftlichen Böden über ein paar hundert Jahre problemlos, da mittels Kurzumtrieb einen nachhaltigen Brennstoff zur Verfügung zu stellen. Ja, und das ist dann auf definitiv ein nachhaltiger Brennstoff aus Pappelkurzumtriebsplantage. Und wenn wir das immer mehr tun, brauchen wir auch weniger Brennholz aus dem Walde und können uns im Walde wirklich darauf konzentrieren, dass da die Bäume, die dort noch genutzt werden, beziehungsweise manche Waldgebiete einfach gar nicht mehr genutzt werden, keine Frage, die soll es auch geben, selbstverständlich. Diese können dann auch mehr sein, weil eben die intensiv genutzten Flächen so viel mehr Holz produzieren, dass wir uns dann das aus der Nutzung nehmen von anderen Flächen auch leisten können hinsichtlich der Verfügbarkeit von Rohstoffen. Weil einfach nur aus der Nutzung nehmen und keine Rohstoffalternative zur Verfügung zu haben, das ist dumm. Ja, aber auf diesem Wege könnte es meiner Meinung nach vielleicht eher funktionieren. Jetzt ist die Forschung, was Kurzumtriebsplantagen angeht, noch nicht ganz ausgereift, aber da müsste man noch viel mehr tun. Beziehungsweise neben der Kurzumtriebsplantage auch deutlich zu fördern, wäre die Agroforstwirtschaft, sprich landwirtschaftliche plus forstliche Nutzung in Einklang. Das heißt, man hat zwischen den Pflanzreihen von
Mais, noch Obstbäume. Ja? Und die produzieren A, Obst und B, irgendwann auch Holz. Und mindestens als energetische Endnutzung ist das dann auch zu gebrauchen. Zumal ein Obstbaum sowieso nicht besonders alt wird und seine besten Jahre relativ schnell hinter sich hat. Da hat er bis dahin auch nicht viel Holz produziert. Und man kann sich ja überlegen, ob man einen Streifen Obstbaum macht mit Obstproduktion, einen Streifen Eiche beispielsweise mit Eichelnproduktion, dann die Schweine. Mindestens im Herbst mal auch aus dem Stall lässt, wo sie nur einen Quadratmeter pro Schwein haben, sieht wie Eicheln futtern lässt, sie rumspringen lässt, sie Halligalli-Drecksau machen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hinterher schmeckt das Fleisch auch besser. Ja? Also sowas Leckeres wie Eichelschweinschnitzel habe ich noch nie gegessen. Wobei das Schweine sind, die fast das ganze Jahr über draußen rumspringen. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Aber da hätte man wirklich in Sachen Agroforstwirtschaft, da kann man so viel Gutes tun und so viele tolle Dinge erreichen. Unter anderem aber damit eben auch zusätzlich zu besseren landwirtschaftlichen Produkten. Der Verzicht auf Dünger zum Teil, je nachdem, wenn man welche Baumart man verwendet, Robinie oder Schwarzerde beispielsweise, die den Boden automatisch düngen, mittels Knöllchen. Bakterien, habe ich schon in 17 Videos erzählt, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Da gibt es so viele tolle Ideen aus der Forschung, mit denen man sowas verbessern könnte. Und dann wäre es doch eine tolle Idee, liebe EU, wenn ihr in diese Richtung noch ein bisschen Geld locker machen würdet, anstatt einfach nur hier Subventionen an der einen Stelle runterzufahren, auf der anderen Stelle wieder irgendwo weiter woanders wieder hochzufahren für wirklich nachhaltige Holzprodukte, bei denen gar nicht außer Frage steht, dass diese dann auch nachhaltig sind. Und das sehe ich jetzt tatsächlich eher eben in solchen Plantagen als bei Holz direkt aus dem Walde. Da muss einfach auf zu viele verschiedene Waldfunktionen Rücksicht genommen werden. Für Stammholz, für gute Qualitäten ist das problemlos nach wie vor möglich, keine Frage. Ja, aber bei Brennholz geht das nur noch schwierig und damit sollte eigentlich Brennholz, wenn es nicht sowieso zufällig anfällt, weil es gerade nicht anders geht, meiner Meinung nach nicht mehr so sehr aus dem Wald geliefert werden, sondern lieber aus der Plantage. Trotzdem ein Bekenntnis zu Brennholz meinerseits ganz klar gegeben. Also da darf man mich jetzt auch nicht falsch verstehen. Gut. Sofern wir dann die Brennholznutzung überhaupt ausbauen wollen. Alternativ könnte man auch sehr schnell sehr, sehr viele Windkraftanlagen, Photovoltaik, Geothermie und was nicht alles gibt, Wasserkraft ja, aus dem Boden stampfen, zumindest aus europäischer Ebene, spielt ja auch Wasserkraft eine große Rolle, siehe zu Schweiz zum Beispiel. Ja, okay, die spielt nicht mit, aber wenn sie mitspielen würde, hätte sie viel Wasserkraft oder Österreich, die haben tatsächlich viel Wasserkraft und spielen mit. Ja, also das muss man ja auch nochmal erwähnen. Tatsächlich ist Österreichs Energieversorgung glaube ich, größtenteils tatsächlich Wasserkraft, also zu großen Anteilen zumindest, sehr viel Holz verheizen tatsächlich. Das spielt dann eine richtig, richtig große Rolle, weshalb Österreich auch so betroffen ist jetzt von diesen Neuregelungen und so weiter. Ja, das geht die Österreicher sehr, sehr viel an, prozentual. Da gibt es ganz viele Einwohner Österreichs, die davon dann Probleme haben werden oder Probleme bekommen könnten, wenn es dann wirklich so schlimm wäre, wie es ursprünglich kommuniziert worden ist. Genau. Ja, aber jetzt komme ich vom Hundertstel ins Tausendstel und das langt jetzt an dieser Stelle auch. Habe ich noch was auf meiner Liste? Ah, ja, habe ich doch tatsächlich noch, Entschuldigung. Sinnvolle Anpassungen nationales Recht, sofern ich sie nicht schon genannt habe. Teilweise habe ich sie schon genannt. Ausnahmen für große Kalamitäten wäre Punkt 1, dass man also sagt, wenn deutschlandweit Baumart X ausstirbt sozusagen oder wegstirbt, dann und so viel Holz davon plötzlich rumliegt, dass man es gar nicht mehr stofflich nutzen kann, ohne dass es schlecht wird sozusagen und es auch nicht gelagert werden kann, dann sollte es eine Ausnahme geben, dass man es dann wenigstens verheizt kann, bevor man es, wie gesagt, noch sonst wo exportiert, dann nochmal genauer definieren, was jetzt nun für Holz überhaupt Nutzholz ist und was für Holz jetzt genau Brennholz sein kann, dass man da wirklich klare Grenzen macht und nicht einfach sagt, ja, so ist Schnittholz und so ist nicht mehr Schnittholz. Wo ist diese Grenze? Wo exakt verläuft die? Da müssen wir einen konkreten Wert haben, der einfach zu überprüfen ist. Dann der Sonderfall Buche als zum Beispiel pflegende Baumart. Das ist jetzt doch nochmal ein bisschen was Längeres, weil zum Beispiel hier hinter mir, das ist im Wesentlichen ein Erlenbestand mit vereinzelt mal einer Buche, beziehungsweise die Erle an sich ist ja, ja, pflegende Baumart würde ich sie nicht nennen wollen. Die werden schon auch vernünftig genutzt. Aber wenn hier jetzt mal eine Buche drinsteht in diesem Wald, dann ist die mehr so als Beiwerk da. Ja, und als Beiwerk dient sie hier dazu, die Biodiversität zu erhöhen und die Vielfalt des Waldes zu steigern. Das ist eine ganz tolle Sache. Nur wird die nie was Besseres werden von der Holzqualität als Brennholz. Denn Furnier wird es nicht. Und wenn es nicht Furnier wird, dann haben wir eben diesen Sonderfall Buche, dann ist es Brennholz.
Denn Bretter kann man aus Buche nicht machen, Stand heute. Beziehungsweise man kann ganz viele dünne Scheibchen von der Buche abschneiden, diese wieder zusammenkleben und dann gibt es auch ein schönes Brett. Nur ist das so teuer, dass das sich einfach nicht, Stand heute, nicht wirklich lohnt und man dann lieber eine andere Baumart da hat, bei der man direkt ein Brett rausschneiden kann und dann ist gut. Warum geht das nicht? Buchenholz arbeitet zu sehr. Heißt, du baust das irgendwo ein, hast ein Brett, schön glatt, ne? Baust es irgendwo ein, die Luftfeuchte ändert sich, das Brett macht drrrt, ja, und es verzieht sich so drrrt, ne? Oder irgendwie sonst was. Also das geht nicht. Damit kann man nicht wirklich bauen, das ist katastrophal. Man muss es also erst weiter verarbeiten und das ist ein zusätzlicher teurer Arbeitsschritt, der bei anderen Hölzern nicht notwendig ist. Und da der Holzmarkt dann doch noch nicht so leer gefegt ist, dass man jetzt anfangen müsste, Buchenholzwerkstoffe unbedingt verwenden zu müssen, Betonung auf müssen, können ja, aber müssen sicher nicht. Daher ja, ist das schwierig zu vermarkten. Entweder Furnier oder Brennholz ist der Stand der Dinge und daran wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich auch nicht viel ändern, allein wegen der Wirtschaftlichkeit der Weiterverarbeitung von Buche nicht. Und daher hätte ich gerne eine Sonderregelung, dass Buche auch bei theoretischen Stammholzsortimenten, theoretisch, weil praktisch nicht wirklich umsetzbar, trotzdem zum Brennholz zählt bzw. nicht zum Stammholz gerechnet wird, obwohl sie so aussieht und es im Grunde auch eigentlich wäre. Ja, das wäre wichtig, insbesondere da man die Buche eben als pflegende Baumart in vielen Waldbeständen drin hat, ohne sie selbst zu pflegen. Die Buche pflegt andere Bäume, die Buche pflegt die Eiche sozusagen, die Eiche wird dann schön gerade und dick und toll und wertvoll, die Buche selber bleibt nebendran ein bisschen krüppelig und Brennholz letztendlich. Ja. Und da das nie beabsichtigt war, was Besseres als Brennholz zu produzieren, muss man diesem auch irgendwo Rechnung tragen und sie dann auch als Brennholz nutzen. Und deswegen ist sie trotzdem wichtig für die Waldökologie und so weiter und so fort und erfüllt viele, viele Aufgaben, aber stoffliche Holznutzung gehört halt eben nun mal nicht dazu. So. Und in dem weiteren Zusammenhang, als letzter Punkt, wäre mir dann noch wichtig zu präzisieren, was eigentlich eine Kurzumtriebsplantage ist. Das ist nämlich auch noch nicht ganz klar, hundertprozentig wirklich gut gelöst, rechtlich. Das könnte man in diesem Zusammenhang dann vielleicht auch gleich machen und sagen, dass Holz aus Kurzumtriebsplantagen generell als nachhaltiger Brennstoff einzustufen ist, weil das ist es nämlich. So. Und das wäre es gewesen. Wir fassen also grob zusammen, muss man sich furchtbar aufregen wegen Red 3, stehen da für den Wald ganz schreckliche Dinge drin, die die Brennholznutzung völlig vernichten werden? Nö, schlicht und ergreifend nö. Stehen da im Gegenteil sogar ein paar ganz gute Ideen drin? Ja. Wegen was müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Möglicherweise wegen der Import von Brennholz aus der Nicht-EU-Geschichte. Das könnte möglicherweise eine größere Rolle spielen. Das wird man sehen müssen, ob und wie sehr das eine größere Rolle spielt. Ansonsten wäre das nochmal ein Punkt, wo man noch etwas nachbessern könnte. Zum Beispiel, aber hoffentlich nicht mit so Methoden, wie der Donald damals gemacht hat. Einfach Strafzölle. Wir müssen das Zeug inländisch verkaufen, also wer es aus Ausland exportiert, der muss 20% draufzahlen oder irgendwie sowas. Das halte ich für keine so sinnvolle Idee, allein schon aus wirtschaftlicher Zusammenarbeitssicht, vielleicht keine so dolle Idee. Aber irgendwas wird da hoffentlich auch irgendjemand Schlauen in der Politik einfallen. Was voraussetzt, dass es in der Politik irgendjemand Schlauen gibt. Nein, ich meine, ja, ich will es nicht machen, daher will ich auch nicht zu sehr an denjenigen rumnörgeln, die es machen müssen oder machen wollen, weil irgendwer muss es machen. Ja, und wenn es halt nun mal niemand Besseren gibt, dann müssen wir mit denen klarkommen, die wir da haben. Ja, das ist ja auch Stand der Dinge derzeit. Gut, und damit ja, war es das jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich. Ist länger geworden als geplant, war aber hoffentlich das eine oder andere Interessante dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.